Guten Morgen, hier endlich mal wieder vom Wasser. Heute im Test die drei aktuellen Leitsysteme der großen bekannten Hersteller wie Lawrence, Garmin und das neue Megalife von Humminbird. Drei Boote, drei Systeme. Im Hintergrund macht sich René gerade startklar mit seinem Active Target inklusive HDS Live. Da vorne haben wir Alex, ebenfalls vom Echolot-Zentrum Testteam, der gerade seinen 923 fertig macht mit dem LiveScope-System. Und dahinter Henrik von Technik fürs Boot, Humminbird Deutschland, der den neuen Megalife startklar macht. Angekommen auf dem Wasser, alle Boote sind drin. Wir beginnen direkt bei Henrik von Technik fürs Boot. Der hat das neue Megalife Imaging dabei und ein Solix 12 der dritten Generation. Henrik, erklär uns doch einfach mal ein bisschen was dazu. Moin moin Leute, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf oder wir von TFB dabei sein dürfen. Das Boot hier ist selber nicht meins. Erstmal mal liebe Grüße an den Dominik, der hat uns das zur Verfügung gestellt heute. Danke Dominik. Ganz danke, genau, ganz Dominik. Wichtig. Und er hat hier, wie Tim schon sagte, ein Solix 12 drauf. Hat hinten den Megalife hinten links am Heck positioniert. Den Megalife-Geber, den kann man in drei Modis fischen. Also jetzt haben wir gerade den Down-Modus. Nicht erschrecken hier, diese Störsignale, das liegt an den anderen Geber von den anderen Booten hier. Das werden wir gleich im Praxistest sehen, dass die Störsignale auf jeden Fall nicht in der Intention vorkommen werden. Den gibt es einmal im Down-Modus, das ist jetzt hier wie gerade gesehen. Dann gibt es noch einmal im Forward-Modus und im Landscape-Modus. Quasi wie bei den Mitbewerbern. Jetzt endlich angekommen beim Hotspot, so hoffen wir zumindest. Henrik sucht jetzt hier gezielt mit dem Geber ab. Und dann hoffen wir mal, dass die nächsten Sekunden der Einschlag kommt. Auch wenn auch keine Route drin ist, wir sind guter Dinge. Lüge. Was man hier jetzt super sieht, ist der Uferbereich, wo wir uns gerade befinden. Und Henrik versucht jetzt weiterhin zu drehen, dass wir den Schwarm finden. Ja, ich hoffe einfach, dass wir Fisch an der Kante sehen, ne? Dass wir die dann gezielt anangeln können. Einmal kurz zur sonstigen Technik hier auf dem Boot. Es handelt sich um ein reines Humminbird- und Minn-Kota-Boot. Wir haben hier den Mega 360-Grad-Geber. Da vorne haben wir den Terova in der Version Riptide, sprich die salzwassertaugliche Version mit einer schönen Propnut dran. Das Ganze als iPilot Link. Und dann funktioniert das Ganze, wie man hier schön lesen kann, im sogenannten One-Boat-Network. Das heißt, alle Humminbird-, Minn-Kota- und Canon-Teile können in einem Netzwerk miteinander kommunizieren. Hier oben ist genau an der Kante hier. Da sehe ich schon die ganzen Steine. Guck mal, hier drüber sieht man sogar noch den Snap. Die Zieltrennung hier ist halt eigentlich echt nicht verkehrt. Angekommen auf dem Beast Hunter von René aus unserem Testteam. Ich glaube, ich brauche nicht mehr dazu sagen. Ist ein bekanntes Gesicht bei uns in den Videos. René hat hier das HDS 12 Live mit dem Active Target Geber dran. René, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, ich benutze das Active Target jetzt schon über ein Dreivierteljahr. Die Active Target Box läuft bei uns über 24 Volt. Die kann aber auch 12 Volt. Die kann aber auch 12 Volt. Wir haben das testweise mal, um es auszuprobieren, auf 24 Volt laufen lassen. Und es läuft sehr gut. Hier im Hintergrund sieht man auch einen Köder. Wir hatten gerade schon eine kurze Aufnahme mit einem Fisch, der einmal kurz geguckt hat. Ich bin sehr zufrieden damit. Es hat wenig Ghost-Tween, oder wie man das nennt. Und ja, ist schon sehr detailreich und ein absolut anderes Angeln, wie man es sonst klassisch gemacht hat im 2D-Bereich. Was auch interessant ist, wir haben es gerade schon einmal kurz beim Megalife-Geber gehabt, die Objekttrennung oder die Zieltrennung wirklich, dass man in der Lage ist, den Köder und darüber den Snap zu sehen. Ja. Dass man sogar sieht, wenn man relativ große Snaps hat, dass man die voneinander unterscheiden kann. Oder vorhin hatten wir auch schon eventuell einen großen Karpfen oder einen Brassen,
im relativ flachen Bereich gesehen. Da konnte man sehen, dass er eine relativ kompakte und sehr hohe Körperform hat. Also man kann schon ansatzweise Fische voneinander unterscheiden. An der Kontur dann. An der Kontur. So, jetzt auch hier einmal kurz zur Technik. Auch René hat hier den Terova drauf. Interessant hier der Freshwater, sprich für das Süßwasser oder wirklich nur ganz leichten Salzgehalt zu gebrauchen. Ist jetzt schon ein älteres Modell, aber ich denke, läuft noch, oder? Hundertprozentig. Das ganze Boot wird versorgt über die TMCT Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Du hast den Motor separat, richtig? Vorne Bugmotor ist separat. Und den Rest hast du komplett, 24 Volt hast du auf der Active Target Box. Okay, wunderbar. Hinten haben wir auch einen Minn Kota Motor, ein altes Schätzchen würde ich mal sagen. Gehört schon fast ins Museum, aber erfüllt noch seinen Zweck. Auch der mit 24 Volt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es ist der Maxum, der alte, ne? Ja. Genau. Da. Guck mal. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Das ist einer. Da kommt er. Das wieder. Da, er kommt angeschwommen. So, jetzt unser eiserner Kämpfer bei 5 Grad Wassertemperatur vom Bellyboot aus unterwegs. Diesen Mann schockt wirklich gar nichts. Alex hat das 923 XSV von Garmin drauf, das GPS-Map, zusammen mit dem LVS32-Geber inklusive Blackbox. Erzähl mal, was hast du auf dem Boot? Wie gehst du sonst so vor vom Belly? Also ich habe, wie gesagt, das 923 XSV montiert. Ich halte dich fest. Das hat auch mit einem LV32-Geber. Das hat ebenfalls 3 Modis. Einmal Downscan, Forward und Perspective Mode. Ich fische jetzt hier im Forward Mode. Da können wir einstellen, wie weit wir gucken wollen. Also wir gucken jetzt 28 Meter geradeaus. Und ich habe das Ganze auf 18 Meter gestellt, obwohl wir einen 11 Meter Wassertiefe momentan haben. Dann habe ich das Ganze etwas breiter, dann sehe ich den Fisch besser. Ja, ich kann jetzt praktisch, viele haben ja einen drehbaren Geber zum Beispiel am Boot montiert. Ich habe das zwar jetzt fest, aber ich kann mich halt mit einem Bailey-Boot immer um 360 Grad drehen. So kann ich alles drumherum abscannen, wo der Fisch steht. Und den fahre ich dann ebenfalls an. Die Blackbox habe ich hier vorne verstaut. Ist perfekt, hier vorne verstaut. Batterieversorgung. Lass mal ruhig noch auf, dass wir zur Stromversorgung was sagen können. Du hast ja auch die TMCT Lithium-Ionen-Akkus drauf. Das 18 Ampere-Stunden zweimal. Hast du quasi getrennt, einmal für die Blackbox, für die Blackbox genau, und einmal für das Echolot. Genau, wie lange kommst du so klar, wenn die Temperatur besser ist? Also ich fische damit locker 8 Stunden, locker, locker, wenn nicht 10 Stunden. Das ist kein Problem. Hier haben wir die Elektrobatterie für den E-Motor. Fische ich ebenfalls eine TMCT 75er habe ich hier auf dem Blackhead-Motor montiert. Ja, mit der 75er komme ich 1,5 Tage aus. Wahnsinn. Bei dem, weil der verbraucht nicht viel und Batterie hält super lange. Ja, so ist mein Fishing-Style. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, ich habe das Ganze mit der Active Captain-App verbunden, mein Telefon, dann kann ich das Ganze immer aufnehmen. Das, was auf dem Gerät passiert, kann ich ebenfalls auch auf dem Handy immer speichern. Und zwar starte ich das Ganze hier, dann habe ich eine Aufnahme. Und dann, wenn ich das Ganze stoppe, dann speichert er das automatisch in meiner Galerie ab. So kann ich das immer wieder mal nachgucken, wie hat der Fisch reagiert, was ist da passiert. Und ja, habt ihr bestimmt auch schon. Manöverkritik. Genau, genau. Aber sowas seht ihr, wenn ihr euch immer fragt auf Instagram, wenn ihr sowas seht, wo das wegkommt, das kommt dann alles von der Active Captain App. Das kann man, wie gesagt, mit dem Gerät verbinden und dann das Ganze aufnehmen. Da sieht man dann hier, einmal kann ich mal zeigen. Das ist jetzt auch die Active Captain App. Genau, das ist die App. Ich weiß nicht, wenn man die gut sieht. Genau. Wenn ihr euch da einloggt, dann geht ihr einmal aufs Helm-Modus. Dann verbindet ihr euch übers WLAN mit dem Gerät. Könnt ihr das mal anklicken, dann wird das Ganze groß. Und hier ist dann der Button zum Aufnehmen. Und zum Stoppen halt das Ganze dann. Ne? Verbraucht auch nicht viel Speicherplatz, wenn ihr. Also mit einem normalen Gerät könnt ihr da genug abspeichern. Einmal noch eine Besonderheit, die jetzt kein anderer bis jetzt auf dem Boot hatte, ist, du nutzt hier zum Beispiel die Burley Provisoren. Genau, das würdest auch. Würdest du sagen, es ist eine große Hilfe, sowas? Es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, besonders wenn es regnet, beziehungsweise wenn die Sonneneinstrahlung da ist. Von vorne, manchmal blendet das Ganze ein ziemlich und das schirmt das Ganze sehr gut ab, auch vor Regen. Ne? Weil wenn der Regen oft aufs Display drauf fällt, ist er manchmal so verschwommen oder man hat eine Brille an und dann ist es so verschwommen. Der Touch reagiert gar nicht. Ne? Genau, ja. Und so hat man das Ganze schön abgesaved.
ja, es hilft enorm. Das ist auf jeden Fall super. Würde ich jedem empfehlen. Wir haben hier von Black Cat den Battle Cat Motor. Der wurde extra für Bellyboote konzipiert. Man sieht es hier schon, Alex hat eine Fernbedienung umgebunden, quasi wie beim Moog-Motor. Nur dass man jetzt nicht irgendwie, ich nenne es mal auf gut Deutsch, fuschen muss und den Motorkopf drehen muss, damit man wirklich die Richtung hat. Du kannst das alles entspannt über die Fernbedienung machen. Richtig. Der hat 5 Stufen, der Motor. Ist wie gesagt mega cool fürs Bellyboot, richtig perfekt. Der ist schön leicht, verbraucht nicht viel Energie. Man muss nicht immer dies nach hinten drehen, wenn man Steuerung nicht hat. Man steuert das Ganze hier, man kann den Motor einschalten, ausschalten, plus minus. Jetzt schwimme ich hier schon davon. Und man kann das steuern, also der ist echt perfekt dafür geeignet. Das Ganze läuft auf 12 Volt und hat 24 Lips Schubkraft, also auf jeden Fall ausreichend, um mit dem Belly durch die Gegend zu kommen. Man kommt auf 5 km/h ungefähr. Und ein neuer ist auch in Planung, wenn ich das Neuer ist auch in Planung. Der hat zwar jetzt nur 5 Vorwärtsstufen, der neue soll auch Rückwärtsstufen haben, ne? Dass man praktisch vorwärts nach hinten fahren kann. Dieser hat jetzt momentan nur 5 Vorwärtsstufen. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Zeit ist Fisch. Alex. Jawohl. Steht da vom Köder? Ist nicht der dritte ab. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Der dritte ab. Abgehauen. Da ist er. Wir verfolgen ihn. Ah, der ist vorne geschwommen. Vorne kann ich nicht schwimmen. Fuck, ey. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mache. Wie ich die Fische angle. Und zwar haben wir jetzt hier auf 10 Meter Entfernung einen Fisch gefunden. Den fahre ich jetzt langsam an und drehe immer, dass ich den gut im Bild habe. Jetzt fahren wir langsam vor. Also immer zusehen, dass der Fisch immer schön im Bild bleibt, eine Kugel, die Kugel. Dann kann ich den immer hier langsam immer mehr heranzoomen. Jetzt nähern wir uns den immer. Schön. Jetzt werde ich ein bisschen langsamer. Guck aber, dass der Fisch immer noch schön im Bild bleibt. Jetzt noch mal zum Thema. Jetzt noch mal zum Thema. Livegeber nutzen ist kein Angeln mehr. Man sieht, glaube ich, relativ deutlich, dass trotz Livegeber der Fisch noch lange nicht im Boot ist. Ah, ist er da? Da ist er, da ist er. Er schaut ihn sich zumindest schon mal an. Sieht zumindest aus, als ob er sich jetzt nach oben orientiert. Mhm. Ja, ja. Oh, die stehen genau nebeneinander. Weißt du was, wir wechseln ganz schnell den Köder. Vielleicht ist es jetzt gut.
groß. So, René hat jetzt den Köder gewechselt, nachdem der Fisch gerade wieder abgezogen ist. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er mit dem kleineren Köder bekommt. Du hast jetzt für eine etwas gedecktere Farbe auch entschieden. Schauen wir mal. Da ist einer. Komm. Ja, sieht man wieder was im Bild. Aber ist natürlich noch etwas weg. Man kann sich da schön an der Skala orientieren. Wir fahren mal ein Stück hin. Wir fahren jetzt quasi rückwärts, weil der Geber nach hinten guckt. Jetzt sehen wir schon, wir kommen immer näher. Jetzt lasse ich den Motor auslaufen. Ein bisschen aufstocken. Und was werden. Das könnte auch von gerade gewesen sein. Wirklich schön, auch über dem Grund zu erkennen. Das könnte was da werden. Da geht René runter, Köder. Man sieht wieder den Snap total super. Ja, guck schon. Ja, er dreht. Fisch drauf. Und was für ein. Jo, das ist ein guter. Jetzt geht's darum, Henrik, man sieht wieder schön den Köder runtergehen. Natürlich jetzt etwas schneller. Jetzt ist er wieder ein bisschen aus dem Kegel. Versucht ihn wieder zu kriegen. Da ist er. Gucken wir mal, ob er reagiert. Holen raus, mein Junge. Boah, zack, umgedreht, Werk ist er. So, Henrik. Jo. Eine Besonderheit bei dem Mega-Live-Geber ist ja, dass er boxlos funktioniert. Genau. Wir haben keine extra Box. Das ist ein reines Netzwerkkabel, eine Stromversorgung und fertig. Genau. Richtig? Das ist richtig. Das ist das Simple und auch das Schöne daran. Ne? Gerade wenn man mal die Boote switchen will oder man vom Belly aus angelt und man hat noch ein festes Boot, kann man immer den Mega-Live-Geber portabel nutzen. Das ist schon wirklich eine gute Sache, das muss man sagen. Wunderbar. Was auch herausragend ist, ist die Zieltrennung. Ich lasse jetzt mal den Köder runter. Da ist er, wir driften ein bisschen. Man sieht es wirklich wunderbar, knapp über dem Grund, sauber getrennt und du kannst sogar noch eine Schippe drauflegen, glaube ich. Ne? Wahnsinn. So, jetzt lasse ich mal auf Grund. Jetzt auf Grund. Sieht man in der Schnur hier, die ist schlaff. Jetzt hebe ich eine leicht an. Und da ist er. Da ist er. Das ist schon wirklich phänomenal. So kann man auch immer gewährleisten, dass man einen Fisch auch wirklich punktgenau anangeln kann. Alex, wie läuft's? Ist die Warthose noch dicht? Die Frage stellt sich mir gerade als erstes. Warthose ist auf jeden Fall dicht, aber es ist arschkalt. 5 Grad nach wie vor. Fische sind sehr träge. Ja, die sind zwar da, aber nicht viele. Ein paar, ne? Aber reagieren. Die gucken, kommen zwar gucken, aber sind noch nicht so aktiv, dass sie jetzt sofort auf den Köder draufknallen. Ja, das ist immer so eine Sache tagsüber. Klares Gewässer. Ja, die sehen alles, die Fische. Ne? Schwer. Ich glaube, Hendrik hat da bessere Erfahrung nachts, ne? Nachts auf jeden Fall. Tagsüber ist es halt echt wirklich zäh, gerade in den Wintermonaten, muss man schon sagen. Ja, ein paar Aufnahmen habe ich auf jeden Fall drauf. Also die Fische haben auf jeden Fall reagiert, aber die standen halt vom Köder, haben sich das kurz angeguckt. Dann waren sie auch wieder weg. Zum Teil auch schnell weg, manchmal kann man denen noch ein bisschen folgen. Ja, aber momentan sehr träge. Genauso wie wir, weißt du, wenn es kalt ist, guck mal, kann man Hände nicht verwischen. Aber du hast auch den höchsten Respekt verdient. Ich würde nicht mit dir tauschen wollen. Ich auch nicht. Ich finde sie auf dem Boot schon ganz toll, muss ich sagen. Kannst du mir so ein Tässchen Glühwein mal anreichen, wäre auch nice. Alles klar, dann viel Erfolg noch. Ja. Hol was raus. Ja, auch, wa?
Also wir müssten ihn eigentlich jetzt gleich reinbekommen. Mhm. Da ist hier ganz leicht was. Da ist er. Genau drunter. Ah hier, schön gesehen, wie der Köder reingegangen ist. Hinten ist noch, kommt noch einer rein. Komm. Los. Zieht da eiskalt, dran vorbei. Eiskalt. Zieht da dran vorbei. Guck mal, er ist genau da drunter. Und weg ist er. Unglaublich. Die kalte Angelegenheit ist vorbei. Wir haben geile Aufnahmen gemacht. Leider aufgrund der kurzen Zeit haben wir jetzt keinen Biss drauf, aber wir haben super Aufnahmen, wie die Fische zumindest an die Köder rantreten. Was sagt ihr denn dazu? Ja, wie Tim gerade schon sagte, war auf jeden Fall relativ schwierig heute. Die Fische waren ein bisschen zickig, aber ich denke, wir haben gute Aufnahmen gemacht. Ja, ich denke mal, es ist jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, sollten wir es am besten im Dunkeln noch mal probieren. Ja, ein bisschen später vielleicht noch. Ne, denke auch. Nee, aber war ein cooler Tag, hat Spaß gemacht. Ja, wir hatten noch so ein bisschen Wetterumschwung, denke ich mal auch, ein bisschen mit zu tun, ne? Von 9 Grad auf, was haben wir gehabt, 2 Grad heute Morgen, ne? Nebel, arschkalt. Beste Voraussetzung für ein Bellyboot. Das ist so. Auf jeden Fall. Ja, hast dich aber wacker geschlagen. Ja, wir hatten auch wenig Wind, ne? Wind spielt auch manchmal eine Rolle. Ja. Waren aber auch zu wenig drauf. Gute Aufnahmen waren da, Fische waren auch da. Haben wir nicht gewissen. Ja. Alles klar. Soll auch noch was sagen dazu, René? Oder? Eigentlich nicht, aber ich bin froh, dass wir heute mal wieder einen schönen Tag am Wasser hatten. Ohne Fisch leider, aber. Ja, ich denke mal, wir wollten nur präsentieren, wie das Ganze funktioniert, wie die Geräte einzeln funktionieren. Die Fische waren jetzt für die kurze Zeit, ja, muss man gucken, aber es war eine Nebensache, sage ich mal. Ne? Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ne? Dann mit Fisch. Dann mit Fisch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen guten Morgen. Heute ist es arschkalt. Wir frieren uns heute richtig den Arsch ab. Einen wunderschönen guten Morgen, endlich mal wieder vom Wasser. Auch wenn die Temperaturen heute etwas niedrig sind, hoffen wir, dass das scheiße war. Okay. Henrik, geh an dein Boot, los! Let's go! Okay, warte. So, wir sind jetzt hier auf dem Wasser, beginnen direkt mit der Neuheit von Hummingbird. Mega ja, live. Warte mal, René, du musst schon ins Manuel Bild. Hat mich unterbrochen, ist extrem unhöflich, wie ich finde. Den Belly. Abschnittmanöver. Ey, der pinke Köder hängt hier noch rum.